Hi, Leute, Pato ist wieder back. Nein, doch. Bevor es mit dem Video losgeht, ich möchte mich noch unbedingt bei OneFootball bedanken. An all die Leute, die mir auf Instagram folgen, die haben ja mitbekommen, OneFootball hat Leute wie Smexy, Hansus, mich und dann noch 16 oder 15, 14, belassen wir es bei 16 anderen YouTuber weltweit. Von Brasilien bis Frankreich, Italien, Spanien, das war zu krass. Also wir wurden alle eingeladen. Bei mir war es ja schon von Anfang an Panne. Ich habe den Flug verpasst. Mein Friseur hat mich verschnitten. Ich hatte einen Sonnenbrand. Ich war total die Missgestalt dort. Aber ist egal. Im Großen und Ganzen, es hat übel Spaß gemacht. Wir haben gemeinsam FIFA 19 gefeiert mit einem FIFA-Turnier. Davor waren wir auch noch Hertha gegen Bayern. Hertha hat einfach gewonnen. Ich glaube, das erste Mal seit 10 Jahren. Es war einfach alles in allem ein super Erlebnis. Auch das Team von OneFootball, also allein schon Sophia, Natalie und alle weiteren, danke auf jeden Fall für diese Einladung. Es war ein mega, mega geiles Erlebnis. Mein erstes Auslandsevent. Ich bin ja Österreicher. Aber jetzt noch eine Ansage an der Hansus. Mein Bester, ich habe dich zwar trainiert, dass du das Finale gewinnst. Nein, ich habe dich einfach motiviert. Du hast es gewonnen, du hast mich rausgekegelt. GG nochmal an der Stelle, aber nächstes Jahr bist du deinen Titel los. Ich werde der nächste OneFootball Champion. Checkt die App unbedingt aus und Leute, in nächster Zeit wird auch noch die Zusammenarbeit intensiviert. Es wird einfach mehr kommen zusammen, ja. Es hat einfach übel Spaß gemacht. Mir macht es Spaß, mit der Firma zusammenzuarbeiten. Ne? Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Drückt gerne einen Daumen nach oben. Ist sehr, sehr viel Cooles passiert. Hatte coole Packs. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt, ne. Ab geht's! Ich weiß echt noch nicht, was ich nehmen soll, ne? Also ihr schreibt ja auch Option 2. Auf Instagram und auf Twitter ist ebenfalls Option 2 gewesen. Ich will ja diesen Butragueño haben, ne? Könnte sich dann ausgehen. Oder nicht, keine Ahnung. Hoffentlich ziehst du was Krasses, ich hoffe auch. Abfahrt, viel Glück dir. Danke euch, Leute. Das ist Support. Come on, please, irgendwas Geiles. Walkout wäre geil, aber okay. Okay. Beginnt schon mal. Naja, okay, Witzel ist gut. Okay, nehmen wir das. Ich mache jetzt auf Nase. Come on, auf Nase. Wenigstens irgendetwas Geiles. Wieder kein Walkout, Leute. Also ich bin momentan nicht mit Glück gesegnet. Ei, schade. Ich hoffe echt, dass ihr mehr Glück als ich habt. Let's go, Shigi. Let's go. Ei, keine Tafeln, drei Packs, keine Tafel. Mann, Leute, es war eigentlich irgendwie so klar, ne? Ah, es ist so belastend. Meine Twitter-Timeline ist voller Icons und keine Ahnung was, ne? Und ich ziehe nur Scheiße. Es ist echt, wow. FIFA 18 habe ich so Packjack gehabt, ne? Aber jetzt ist es auch bei mir soweit, ne? Die ersten Rewards. Ein Walkout möchte ich zumindest haben in diesen 100k Packs und diesen Premium Goldspieler, dies, das. Wir haben genug gewartet. Go, go, go. Erster Spieler wird werden. Bitte, lass es etwas Gutes sein. Delikt. Okay, Delikt oder Hövedes? Ich denke, wir bleiben bei Delikt, ne? 4 Sterne Weak Foods, 1,88. Also, meiner Meinung nach hat er sehr, sehr geile Werte. Lass Shigi bitte etwas Gutes ziehen. 1, let's go. Come on, Shigi. Come on. Ah, okay. Okay. Ja, wir nehmen Hoffmann wegen Player of the Month Deutschland, ne? Dass wir ein bisschen Rating nach oben haben, ne? Shigi hat auch nicht gegönnt. Egal, nehmen wir mit. So, come on. Also, oh! Ein Walkout, Leute! Okay, endlich mal ein Walkout. Come on. Pjanic. Ich sehe das zweite Mal Pjanic, aber hey, so kann man doch ganz gechillt reinstarten, Leute. Mit einem Walkout. Ja! Gott sei Dank. Ich hoffe echt, dass das so weitergeht, ne? Das verdient ein kleines GG. Soll ich bei 100k Pack ein Instagram Pack machen? Okay, Leute, auf Instagram heiße ich Pato FIFA. Schreibt mir rein, was ich gezogen habe. Und in einer Minute bin ich wieder hier. Okay, 3, 2, 1, Instagram Pato FIFA. Leute, Leute, nein, 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 nein. Das war's komplett. Gestern Ferdinand 88 und heute Neymar.
Alter, ich hätte auch gerne... Oh, okay. Man muss den Nachgang noch angucken, Leute. Jesus. Wenigstens ein paar Münzen. Der Nachgang war lecker. Ah, Gott sei Dank. Wenigstens irgendeiner. Wenigstens einer, der ein Stückchen was kostet. Marquinhos, ja, okay. Aber Jesus. Endlich. Wow, Gott sei Dank. Wow, da fällt mir echt ein Stein von Herzen, ne? Da ist doch das Packlack. Nee, Leute. Bei einem 100k-Pack erwarte ich mir schon eine Ikona. Jetzt kann ich mal einen Eistee trinken. Let's go. Okay, wir machen ein Jetpack. Ach, ich glaube, wir scheißen ran. Peace. Mit Ansage Walkout. Come on, come on. Shigi, du regelst das jetzt, ne? Du hast schon so viel geregelt. Shigilak. Peace. Ich schau einfach noch nicht hin. Ich warte, bis ein Spam kommt, ja? Ich warte, bis ein Spam kommt. Come on, bitte etwas Gutes, bitte etwas Gutes, ich warte einfach. Yo! Let's go! Ist das Don Juan Son? Ist der Fernseher jetzt aufgedreht? Erleuchtet. Ist das Don Juan Son? Come on! Come on! Ja! Ich meine 84 Rating, aber trotzdem! Einer, der was kostet! Don Juan Son! Gott sei Dank, Leute. Jesus und Don Juan Son, da wurde jetzt ein bisschen gut gemacht. Ja, Gott sei Dank, ehrlich. Es war echt dringend nötig. Son, Fabregas haben wir gezogen, nächster 84. Bisschen was haben wir rausgerissen aus dem Ganzen. Guck an, knapp 90k kostet er gerade. Matuidi will ich behalten, ne? 105.000 Coins gekauft, das an, ne? Mindestens 200.000. Da mache ich Gewinn. Kondogbia 60.000. Wie hoch ist der jetzt? Alter, 150.000. Alter, was für ein Gewinn. Bei Alba schaue ich auch nochmal ganz kurz. 139.000. Boah, der ist um fast das Doppelte gestiegen. Ich werde halt die blauen Karten wieder zu Goldkarten machen. Dann kann ich mir Butragueño holen. Feier Butragueño, mega. Hab von dir geträumt. Oh, Junior! Hi! Jo, jeden Abend zum Einpennen Pato. Das heißt ja, ich liege ja förmlich neben euch. Also ihr, der Großteil von euch liegt bestimmt im Bett, ne? Das heißt, ihr seid alle Hashtag No Homo, ne? No Homo. Wer liegt neben dir, Pato? Wow, okay, der war schlecht, ne? Der war schon schlecht. War der gut oder war der schlecht? Junge, der heißt Heuming Son. Der heißt Don Juan Son. Schmidi. Leute, sagt mal den Schmidi, wie... der zum Aussprechen ist. Don Juan Son. Nicht Heumin Son. Wo, keine Ahnung, wo du das her hast. Doch Heumin Son. Nein. Don Juan Son. Der Schmidi. Schmidi, kann das sein, dass du dämlich bist? Das hab nicht ich gesagt, ne? Schmidi, also sei nicht böse auf mich. Ach du Scheiße. Er ist wieder da, Leute. Ich bin kurz weg. Er ist wieder da. Ne, ciao. Also so wär's... so wär's geil. Ach so, scheiße. Das geht auch gar nicht. Ich meine, 7 Chemie hätte ich gespielt, ne? Ich spiele ja Mbappé auch auf 7 Chemie. So vielleicht? Nee. Aber so? Nee. Ach, Leute. Nee, so geht's auch nicht. Ich habe gerade was im Kopf. Aber es kommt nicht raus. Es kommt nicht nach vor. Ah, Leute, ich habe gerade irgendwas im Kopf. Aber es möchte nicht raus. Ich wollte hier zum Beispiel Gabriel Jesus und Sané. Aber es geht auch nichts. Der sieht nicht schlecht aus, Leute. Aber wen gibt's denn hier? Ach, Leute, ich will nur so zwei so Brecher haben. Und noch so einen heftigen. Deutschkopf hol. Wer wird denn mein Stürmer? Und dann habe ich hier wieder das Problem. Es geht eigentlich um diese Position. Ich weiß, es ist gerade echt anstrengend, ne? Für mich ist es auch anstrengend. Würdet ihr das so nehmen oder das wie vorher? Sieht so besser aus, oder? Aber Leute, bevor ich Fekir hole, lasse ich mein Team so, wie es ist, ne? Der Trasche, da kann ich dann spiele ich dann lieber mit Firmino. Das wäre ehrlich gesagt ein Downgrade. Nee. Ich kann mir gerade mal 90% Butragueño leisten. Da fehlt noch ein bisschen was, ne? Jetzt sitzen wir schon 40 Minuten an diesem Team, ne? Also wenn ihr die Wahl hättet, Philippe Anderson oder Dembele, aber nee.
Das ist so unfair. Das ist so unfair. Hat der nicht 1,3 gekostet? Puntigammer, ich grüße dich. Ich dachte die ganze Zeit, der kostet 1,3. Ich bin übelst enttäuscht gerade. Wie los du bist. Ja. Ich muss jetzt alle verkaufen wegen Butragueno. Was ist mit Messi, wird gefragt. Wie kann man den dann gescheit verlinken? Du hast Probleme, er überlegt, welche Legende er kauft. Sorry, Bro. Alba ist Linksverteidiger, genauso ist es um Kondogbia. Aber wie machen wir das dann mit Neymar? Dann spielt Neymar einfach auf 7. 72 Ausdauer. Ich bin so ein Honk, ne? Wie lange diskutieren wir? Wie viele Coins brauchen wir da noch? Scheiße. Ja, machen wir das, Leute. Dann haben wir gleich Messi. Abfahrt, 870.000, sogar günstiger als der von vorher. Über eine Stunde haben wir jetzt diskutiert. Jetzt haben wir ihn doch geholt. Das verdient Applaus, oder? Das verdient Applaus, Leute. Wir haben es geschafft. Was sagt ihr jetzt? War doch ein gutes Upgrade, oder? 8 Nationen und 4 Ligen. Ja! Alter, erstes Tor, ich grüße dich, Messi. So Leute, ich bin nochmal kurz zurück. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und auch im Stream. Danke fürs Dabeisein. Aber Leute, mein Team habe ich wieder mal verändert. So wie es in den Highlights war, sieht es nicht mehr aus. Und zwar habe ich jetzt statt Firmino, habe ich mich jetzt doch für Jesus entschieden. Firmino, ich weiß nicht, ich wurde mit ihm nicht warm. No homo natürlich. Lukas, ich habe in den Streams eigentlich immer gesagt, dass der eigentlich nicht so meins ist und so weiter. Aber dadurch, dass ich ihn nur eine Halbzeit maximal spielen lasse, wechsle ich ihn dann für Salah. Und ich denke, das war, glaube ich, meine persönlich beste Entscheidung, die ich je machen hätte können. Messi hat sehr, sehr gut eingeschlagen. 12 Spiele, 17 Tore, 12 Vorlagen. Mega, mega gutes Ding. Also gebt mir Feedback. Wie findet ihr das Team? Mit Neymar, okay, das muss ich akzeptieren. Aber Mbappé hat vorher auch auf 7 Chemie gespielt. Komme ich super zurecht mit dem. Gebt doch einen Daumen nach oben. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.